Aufnahme starten. Ja. Ich hab's richtig im Urin, dass das eine geile Mojo-Runde wird. Ich hab's richtig im Urin. Ich hab gerade nicht Fressattacke gelesen, sondern Fettsack. Warum auch immer. Was spiele ich denn jetzt? Nach einer Eliminierung lässt du ein Heilungspaket fallen, das den Champion, der es aufsammelt, 900 MP heilt. Das Flitzen. Flitzen. Tut, meinst du? Tut. Oder so. Das mit dem Brenz halt. In Ordnung. Antrag angenommen. Von wem denn? Ich werde versuchen, dich zu outdamagen. Super. Ah, gut, der Gork ist auch Healer. Also meinst du mich outdamagen? Ja. Du weißt ganz genau, dass es schwach wäre, wenn du es nicht tust. Wie spielt man überhaupt? Was hat die überhaupt noch für Fähigkeiten? Ich hab das vergessen. Wie ging das doch mal? Wie hat man die nochmal gespielt? Warte mal, das war dieses Schild. So, hier kann jemand schießen. Mit dem kann ich das Feuer schießen. Ich weiß noch nicht mal, welche Fähigkeiten Mochi hat. Hallo? Du rennst auf die zu und dann drückst du links und rechts Klick in irgendeiner Abfolge. Ich bin gestorben und der Victor ist gestorben. Hallo Boy, ich bin echt dankbar, dass du mir einfach Mojo ausgesucht hast, weißt du das? Gern geschehen. Konnte ich nicht irgendwie Gegner markern und die haben dann mehr Damage bekommen? Aha! Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Wie funktioniert das mit diesen Markern? Mache ich Damage beim Sprint? Wenn du Q aktiviert hast, und jemand schießt auf dich, dann werden die markiert und dann machst du mehr Schaden bei ihnen. Und wenn du die halt mit deiner Kotze da anhittest, dann wird dieser Stern aufgeladen und je mehr dieser Stern aufgeladen ist, desto mehr Damage machst du mit deinem nächsten Schuss. Ah! I see. Schon mal dankt. Dieses Damage-IO Gameplay ist. Okay, ich hätte dich da zwar heilen können, aber ich bin Damage-IO. Frechheit! Ich bin dir wirklich aus ganzem Herzen dankbar, dass du Moji für mich ausgewählt hast. Ich hab doch nicht mal an die gedacht. Ja, es ist. Ich hatte schon die Existenz von Europe vergessen. Ich wusste noch nicht mal mehr, dass die existiert. Ja, und das ist einfach nicht richtig, weil Mochi ist einfach krass. Nee, das ist eine Lüge. Ganz klare Staatspropaganda. Ganz klare Staatspropaganda. Sehe ich ganz klar so an. Hoppa, da ist doch gerade einer hochgelatscht, oder? Hallo? Schieß hier drauf, draufschießen. Ich hab da gesagt, draufschießen, Kollege. Was soll denn das? Ich will mal sehen, wie viel Damage ich danach habe, weil ich mache eigentlich gerade ziemlich gut Kills. Mit Ayo. Also ich klau die ganze Zeit nur Kills und ich bin stolz auf mich. Oh, lass mich in Ruhe. Bitte, wo spring ich denn hin? Fernando, könntest du bitte sterben? Wäre das ein Ding der Möglichkeit? Okay, dann schaffe ich eben, ist auch in Ordnung. Da, rot, blau. Das kotzt mich richtig bei dir an, aber diese scheiß Fake-Dinger. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist ja eine Brille, das sind keine Kontaktlinsen. Diese Fake-Augen, was auch immer. Diese Fake-Augen quasi, die Fake-Augenfarbe. Muss aber auf alles da, Crafting-Gott. Es ist auch schön, dass ein Gegner einen Double-Kill gemacht hat und ich gehe da mal wieder auf Wiedersehen, meine Freunde. Fernando, mach mal bitte dein Schild runter. Hör mal, dankt. Ich bin zwar nicht Flanker, aber ich spiele trotzdem wie so ein Damager. Egal, hör mal, dankt. Schieß drauf. Hör mal, dankt. Hör mal, dankt. Wie habe ich gerade einen Double-Kill gemacht? Gegner, das ist peinlich. Das ist gewaltig, ist peinlich. Was passiert hier? Warum mache ich Kills? Hier stimmt was nicht, hier ist böse im Busch. Böse! Das ist einfach ein Naturtalent mit Mochi. Dankeschön. Wusste ich schon immer, das hat meine Mutti mir schon gesagt, als ich geboren wurde. Du wirst ein Naturtalent mit Mochi. Das war schon von meiner Geburt klar. Mochi hat durchaus seine Schwächen. Zum Beispiel für Kekse. Dafür hat Mochi Schwächen. Das deswegen war. Macht Mochi auch Leute zu Keksen. Hat der Victor gerade emoted? Hallo, was soll das? Ja, ich sehe schon. Wie es ist. Hat keiner gesehen gerade. Das war. Ich wollte den Gegnern auch nur einen Kill geben, ne? Ich wollte einfach nur, dass der Dex quasi am Ende nicht so schlecht dasteht, ne? Das war. Bitte hier drauf schießen. Besten Dank, Firma dankt. Kann das Schild bitte mal weggehen? Perfekt. Lass mal bleiben. Nein. Habe ich gerade einen Triple Kill gemacht? Habe ich gerade ernsthaft einen Triple Kill gemacht, Mochi? Der Außerwelte, er ist erwacht. Was? Ich möchte die Hälfte deines Gesichts in so einen Mantel schicken und das einen einfach so richtig schlecht Photoshop. Dass man deinen oberen Kopf nicht sieht. Genau. Warum? Dann bist du quasi der Kultanführer. Wir machen quasi einen Kult. Ja, genau. Wenn du halt mein WhatsApp-Profil bist. Das ist ein Argument. Das mache ich. Oder ich verkleide mich beim 1000 Abonnenten Special wieder als Mochi-Kultanführer. Das wäre auch eigentlich overpowered, ne? So, dass man nur die Hälfte ins Gesicht und sagt so, ja, ab 10.000 Abonnenten, da seht ihr mein ganzes Gesicht. So richtig mies. So richtig 31er.
So, dann seht ihr die andere Hälfte. Ihr und werdet dann, nicht und glauben, was auf der anderen Hälfte von meinem Gesicht ist. Das gleiche nochmal. Wow. Und dann könnt ihr quasi einfach das zusammenfügen. Da habt ihr mein Gesicht. Die Taktik. Es ist halt quasi zwei Teile. Einfach so eine Mochi-Maske. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bin ich einfach Priester der Mochi-Kirche. Hilfe. Nimm einfach eine Chrome-Maske, einfach das Prinzip. Ist ein Panda, ist fast das gleiche, wie ein Drache und eine Hexe. Passt das gleiche. Panda ist quasi der Fax der Drache. Und ich gehe jetzt links lang und chill irgendwie mein Leben oder so, mal gucken. Achso, jetzt bin ich alleine rechts, ist nicht gut. Ja, kann man nichts machen. Zack, weg mit dir. Und ich töte gerade Lex und Victor alleine. Keks, komm her! Keks! Keks! Nein! Mein Keks ist weg! Nein! Mein Keks ist geflohen! Oh mein Gott, ich bin so One-Shot. Mein armer Keks ist geflohen! Tötet den Keks! Scheiße. Man munkelt, es dunkelt. Das ist tatsächlich wahr, wenn ich gerade so rausgucke. Ja, siehst du. Alex ist bei dir da hinten. Komm mal hier. Ich komm. Ich rette dich. Oh Gott. Also dein Rettungsversuch ist übrigens nicht so geklappt. Ja, dann sag doch mal, bevor du halb tot bist, dass du stirbst. Ich soll quasi vor meinem Tod noch mal kurz sagen, dass ich sterbe. Nee, vielleicht bevor der dich Half-Life gemacht hat. Das war nach einem Schuss. Der hat mir zwei Schüsse, besonders mit seinen Fähigkeiten, da einfach seine gerne Fähigkeit reingedrückt. Das war in einer Sekunde, dass mein Leben da einfach so ein Blatt reduziert. Ja, dann muss der Call einfach effizienter kommen. Ach so. Oh, entschuldige bitte, Colorboy. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Wer überleben will, muss er was leisten. Wo steht das mein Vertrag? Was für ein Vertrag? Siehst du, du weißt doch nicht mal von dem Vertrag. Au, oh, irgendjemand ist wieder hinter uns und tötet meinen armen Fuchs, was soll das? Lex! What the fuck? Ich glaube, der Lex mag deinen Fuchs nicht. Nein, der hat ihn schon ein bisschen oft gestunt, aber das ist kein Argument, das Vieh einfach umzubringen, das arme Vieh. Siehst du, das ist ein armer Fuchs? Ah, dafür fliegt er jetzt von der Map, lul, ciao. Ja, das hat auch verdient, das sehe ich mich drin. Dass er aber so, einfach so einen armen Fuchs tötet, der ihn umbringen möchte. Ja, und dann komme ich einfach und schugge ihn einfach von der Map. Ja, das ist die richtige Reaktion. Nix. Er ist auch noch an den Abgrund gelaufen, wie der letzte Dulli, wenn ich hinter ihm herrenne, als Ayo. Wir haben mir das gewonnen, Colorboy. Mit meinem Ayo-Skill, was soll ich dir sagen? Und natürlich deinem Mochi-Skill, weil du der Auserwählte bist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall der auserwählte Mochi, ne? Ja, so ist es. Ich hab 50 Kristalle. Oh, jetzt 60 kalt. Wofür habe ich 50 Kristalle bekommen? Einfach so. Cool. Danke.